Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Inselreise hier zwischen Mutanten und Kannibalen in the Forest. Ja, ich habe uns jetzt hier frisch gemacht, gestärkt, ne? Gegessen, getrunken, alles ist cool. Es ist echt die Frage. Ich muss das so mal sagen. Wir waren gestern da unten bis zum Kaumann gekommen. Ich bin echt am Überlegen, ob wir da nochmal runtergehen. Wenn wir es verkacken, können wir immer noch eine Folge machen, die nie stattgefunden hat. Ich meine, hier in der Forest ist nicht so wild, du verlierst ja nichts, ne? Es sei denn, du stirbst komplett, dann musst du hier den Spielstand reaktivieren. Also von daher, ich will wissen, was uns am Ende dieser Höhle erwartet. Ne? Ob wir hier irgendwas Cooles finden? Nein, nein, machen wir jetzt nicht, nein. Hier gab es doch noch eine andere Höhle, in die ich wollte. Genau da oben ist die, ne? Hallo? Ja, die da, ne? Die da oben. Oder wir gehen in die Höhle bei dem Anker. Ja, komm, wir gehen beim Anker da in der Nähe in die Höhle. Das könnte die da sein, ne? Lass uns mal gucken. Wir gehen mal da runter. Ach so. Wir gehen mal hier zum Strand und dann gucken wir mal. Gehen wir mal da bei dem Lebensbaum und so. Da war nämlich auch nochmal eine Höhle, meine ich. Ja, hier war die Geschichte. Genau. Da wollen wir aber nicht runter. Nein, nein, das lassen wir. Bauen tun wir alle mal nochmal. Weil wir wissen ja, wo wir hin müssen. Da, wo die Dingen sind. Wo die Hämmer sind. Ne? So, das ist jetzt ein kleines Stück hier, ne? Zu latschern. Da sind die Container. Die haben wir ja auch schon alle durch. Hm. Hier ist doch auch noch eine Höhle, oder? Ja, tatsächlich. Na komm, dann nehmen wir die Höhle. Tja, wenn die hier schon so am Weg liegt, ne? Also, hier siehst du nix. Das ist wie immer schön, ne? So. Leute, die machen wir, oder? Ja. Ah, es geht ja, ne? Oh, aha. Hier können wir auch speichern, wenn wir wollen. Hier können wir Essen kochen. Ah, gab es hier den Campcorder? Das kann sein, ne? Komm, wir speichern hier. Dann verlieren wir nicht so viel, ne? Und dann gehen wir mal gucken hier. Ich meine, das geht ja tatsächlich so von der Ausleuchtung her jetzt, ne? Finde ich zumindest. Mit voller Helligkeit eingestellt. Das kann aber auch an dieser Höhle liegen, ne? Dass die einfach gut ausgeleuchtet ist. Hier ist keiner? Echt nicht? Kann ich aber gar nicht glauben, dass hier keiner ist. Wo kommen wir denn hier hin? Hä? Wo kommen wir hier? Blöde Fledermaus! Ich glaube aber... Oh. Aha, ja, hier unten dürfte Dingens sein, ne? Amsi, oder? Also wenn es es ist, ne? Ich kenne die ganzen Höhlen, wie gesagt, dann ist ein paar Jährchen her, ne? Nee, hier ist kein Amsi, hier ist auch schon wieder irgendwie anders. Komm, wir gehen runter. Da hinten gab es ja nochmal einen Runtergang. Wenn das hier zu schlecht ist, können wir immer noch woanders reingehen.
Aha. Oh, hä. Was war denn hier? Da geht's runter. Da ist ein Tor. Oh. Ja, guck mal hier. Was sagt denn unsere To-Do-Liste dazu? Nee, wir haben noch keine weitere. wo war denn jetzt hier? Ach da. Einmal falsch gedreht, ne? Was haben wir hier unten? Oder gibt es hier die Taucherausrüstung? Das kann sein, ne? Das ist möglich. Ne, wenn wir die haben, ist doch auch schon cool, ne? Oh Mann, Moment. Das Wasser plätschert hier ein bisschen sehr laut, ne? Hier ist noch mal ein bisschen Licht. Wo sind wir denn hier schon wieder? Ich kann mich hier auch nicht dran erinnern. Hier sind doch bestimmt irgendwo welche. Ja. Hier ist noch nichts drin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hier. Oh oh. Wo hänge ich? Ah. Ja, scheiß auf die Pfeile, Junge. Ja. Oha. Oha. Wieso ist denn hier überall nur Schnaps drin, Mensch? Oh Mann, ja, drei Stück fand ich jetzt doch ein bisschen viel, ne? Nochmal Licht wieder. Bisschen Licht wäre gar nicht so schlecht. Ich sehe gar nichts. Nee. Irgendwie schießt er überall hin, nur nicht auf die Zombies, ne? Hier irgendwo in den Kisten. Die kommen hier auf jeden Fall nicht rein. Oh, das ist schön hier. Hä? Scheiße. Ach Mann. Ist doch blöd hier. Siehst nichts, dann ist der Ding im Weg hier.
So, noch mal einer weniger. Ach Mann. Ach, Kerl, jetzt bleib doch hier stehen, Jung. Tut mir leid mit die Bauchschüsse hier. Na endlich, meine Güte. Ach, Kacke. So. Ey, Alter, jetzt stirb doch mal. Echt jetzt. So, komm. Jetzt aber. Ja, also. Meine Güte, ey. Was eine schwere Geburt hier. Erstmal ein paar hundert Pfeile wieder einsammeln hier. So. So. Ey. Ich möchte ein paar meiner Pfeile möchte ich schon wieder haben, ne? So viel wie geht. So, ja, entschuldigt, dass ich ein bisschen leise bin. Wie viel haben wir noch? 19. Na, ich hatte vorher 21. Ja, guck mal hier. 20 immerhin, da war, nee. Ach, hier, guck mal. Oh, aus Versehen Baby getroffen. Oh, Entschuldigung. Ach, Mist. Wow. Wow. Die sind nicht nett, die Babys, du. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, nützt ja jetzt nichts. Na, hier, das ist schon verdorben. Tolle Wurst. Als mal Nahkampf hier. Ja, und hier musst du wieder tauchen, ne? Ja. Die Knatze, Baby. Du hast aber ordentlich was verloren. Wie viele Passagiere haben wir denn wohl schon wieder gefunden? So, ja, hier ist Kacke, ne? Hier ist wieder so eine Tauchergrotte. Wow, 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 wow. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall später noch. Ach, guck mal hier. Die Jungs und Mädels haben so viel Geld verkackt. Da geht's auch noch weiter. Okay. Schon wieder so eine bescheuerte Höhle. Wo es endlos weitergeht. Na, ich glaube, so endlos ist das hier gar nicht, ne? Da ist was zum Hochklettern. So, mal gucken. Ja. Komm. Ach ja. Ja, wenn wir denn wenn schon da sind, ne? Könnte. Ah! Jetzt hau doch mal! Jetzt geh runter da! Geh! Fall von mir aus! Nein! Nicht sterben! Nein! Oh Mann! Ah, ja, wieder unvorbereiteterweise!
Verdammte Scheiße. Leute, ich will noch mal zu dieser Höhle zurück. Es war ja nicht mehr so viel, ne? So. Wir haben erst die Hälfte der Runde. Ich schneide euch raus. Und dann, guck mal, wir haben ja noch alles, ne? Ich schneide euch kurz raus und hole euch dann in der Höhle wieder dabei. Was meint ihr? Wir verpieseln uns hier mal schnell. Ja. Wir stärken uns hier. Eben. Wir haben noch alles, oder? Ja, wir stärken uns hier eben, holen uns Dynamit und was nicht alle. Hier was zu saufen, was zu fressen. Ein paar Tücher. Dann gehen wir irgendwo speichern. In der Höhle konnte man ja speichern. Nehmen wir nochmal Dynamit mit. Ein paar Leuchtraketen. Hier, Dynamit. Ein bisschen trinken hier am Morgen und so. So, trinkt ihr was? So. Unterwegs finden wir sicherlich noch hier andere Geschichten. Wir nehmen mal Seile mit. Ne, können wir nicht. Wie sieht's mit Pfeilen aus? Habt ihr immer noch 20? Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, wir rennen mal hier raus. Ne, aber wir wissen immer, wo was ist. Zack, zack. So. Jetzt haben wir ein bisschen was gegessen. Ich muss mal eben gucken, wo wir jetzt kurz sind und wo wir hin müssen. Oh, das passt einfach hier in den Norden. Einfach in den Norden. Irgendwie klappt das nie beim ersten Mal, ne? Ja, Nord ist richtig. Genau. Nee, Quatsch. Die Höhle war doch da hinten. Wir waren auf dem Weg zur Yacht, beziehungsweise zum Anker. Dann laufen wir erstmal zur Yacht. Ja, da können wir dann auch da speichern. Ist ja cool. Nur falls wir hier mal sterben sollten, dass wir jetzt nicht wieder hier irgendwo anfangen, sondern die Höhle quasi schon gemacht haben, ne? Können wir uns an der Yacht mal eben schnell ein Stück Fleisch mitnehmen, zwei gekochte. Oh, das ist doch gut. Dann müssen wir gucken. Bei den Containern war das, ne? Ja, ich hole euch gleich an der Höhle dabei. Bis gleich. Leute, 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 erlebst Sachen hier. Ich habe gedacht, die respawnen nicht. Ich bin hier mal wieder in die Höhle gegangen. Und da dem Glauben, oh super, das hat mir das super geholfen, dass die Jungs hier nicht respawnen. Jetzt treffe ich wieder keinen hier von den Affen. Oh. Ja, super hier. Ey, jetzt ist doch scheiße. Ich will da jetzt nicht so runter. Wieso sind die nicht tot? Ja. Der ist tot. So. So, Kollege, du bist als nächster tot. Hoffe ich. Na, so nicht. Ah, jetzt haut er ab, ne? Wieso sind die nicht tot? Eigentlich habe ich mal gelernt, dass sie nicht respawnen, aber vielleicht sind das die Typen, die uns vorne fertig gemacht haben. Wer weiß das schon, ne? Wo ist denn der Tickmann jetzt? Wo bist du denn alleine gewesen? Oder seid ihr zu zweit? Da ist einer. Das hört sich aber nach Zweien an, ne? Da komme ich so nicht bei, oder?
Nee. Nee. Ach Mann, ey, ist das ein Kap jetzt hier. So. Das Problem hier ist, ich muss erstmal eben abwarten. So, da sind sie alle beide. Wo ist er? Bin ich? Blöd ist, dass man hier in der Höhle nie irgendwas sieht, ne? Na komm her, du. Drecksack. Ist immer noch nicht tot. So, jetzt aber. So. Jetzt sind sie alle tot hier, ne? Guck mal hier, drei Pfeiler hat er vertragen. Ne, zwei. Oh Mann, wo sind meine ganzen Pfeile wo gelandet hier? Echt. wie viele habe ich abgeschossen? Sechs. Sechs Pfeile fehlen mir hier noch. Wo müssen die denn wohl alle gelandet sein? Die hängen doch bestimmt alle irgendwie in der Wand oder so. Ha. Ja, wenn, dann habe ich die alle in diese Richtung gefeuert, ne? Ja. Aber hier ist gar nichts an Pfeile mehr. Entweder sind die alle schon weggespawnt. Weggespawnt. Aber, hä? Warum sollten sie das? Naja, aber. Nur hier sind nun mal keine Pfeile mehr, ne? Nee. Gut. Ach, hier. Nee, Stöcker. Stöcker habe ich genug. So, jetzt habe ich euch hier beigeholt, weil ich ja gedacht hatte, hier wäre schon alles erledigt. Dahinter ist der Armsen. Jetzt will ich mal hoffen, dass sie wirklich nicht alle respawned sind. Und dass das die einzigen drei waren. Weil eigentlich kenne ich das so. Dass nicht alle respawnen oder dass keiner respawnt, kenne ich eigentlich eher so. Ja. Das hat mich jetzt schon ein bisschen verwundert, dass die da waren. Jetzt bin ich gespannt. Weil normalerweise, was du in Höhlen tötest, bleibt doch tot, ne? Aber irgendwie. Können das natürlich jetzt auch die gewesen sein, die uns vorhin gekillt haben, ne? Ja. Dann habe ich euch ja vielleicht doch zu früh dabei geholt. Er lebt da immer noch. So, da ist noch einer. Naja. So, wie viele leben hier denn noch immer? Ja, ist diese blöde Uhr, ne? Na gut, wenn nur so ein paar respawnen, soll mir dann auch recht sein. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, ne? Mit voller Energie geht's auch. Das Blöde vorhin war, dass ich hochgeklettert bin, nicht darüber nachgedacht habe, dass ich ja vielleicht mal meinen Energiehaushalt wieder hochjagen müsste. Also die Ausdauer erstmal wieder regenerieren lassen müsste, um dann kämpfen zu können, ne? Deswegen machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. So. Also, bleib stehen. Bleib stehen. Energie. Ah, dafür sind die hier anscheinend weg. Ne, nicht ganz. Na komm her.
Hey, wo ist der denn? Jetzt hau den doch weg, meine Fresse. Nein, ey. They survived 17. Ja, wir sehen uns am Spielstand. Ende wieder. Nix. Mann, das gibt's doch nicht. Ja, gut, dass wir hier vorher gesaved haben. Zweimal gestorben in einer Runde. Meine Fresse, ey. Irgendwie ist das da eine ganz blöde Stelle. Irgendwie schon. Weil ist dunkel. Das nervt aber auch, dass es immer dunkel ist hier, ne? Gut, jetzt haben wir auch wieder 20 Pfeile. Ja, jetzt wissen wir ja, dass noch so ein paar auf uns zukommen. Deswegen nimm mal dein Katana in die Hand. Ja, ist halt doof, ne? Gut, diesmal müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen. Die eine Stelle da oben, ne? Da raff ich jetzt nicht, warum ich da nicht vorankomme. So, diesmal hast du mich nicht erschreckt, du blöde Sau, du. Ich hab mich echt jetzt... Warte. Jetzt sind die weg. Ohne Flachs. Trotz Spielstandsspeicherung. Okay, nichts dagegen, wenn die weg sind. Vorhin waren die nur hier. Finde ich ja gut. Die sammeln sich dann wieder irgendwo, wo man es nicht gebrauchen kann, ne? Ja. Schauen wir mal. Wo? Siehst du? Irgendwo sind die Penner hier immer. Jetzt sind sie dann wahrscheinlich wieder hier, ne? Oder nicht? Oder auch nicht. Na, irgendwo müssen sie ja sein, ne? Ich habe ja gerade auch einen gehört. Vielleicht war ich schneller, als die gespawnt sind. Hä? Alter, steh doch nicht einfach vor mir. Ja, ja. Stirb. Stirb, 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 stirb. Meine Fresse, stirb doch einfach. Du auch. Wo bist du? Da. Eieieiei. So, waren da nur die zwei? Oder gibt es hier noch eine Überraschung? Nichts. Nö. Hier scheint es keine mehr zu geben. Ich meine, wenn das so läuft, ist ja okay. Ich gleich 10 Stück nachspawnen. Das hat ja alle nice. Aber jetzt kommt sie wieder, meine Lieblingsstelle da oben. So, wir sind fit. Nein. Ja, jetzt sind sie hier weg, oder was? Ja. Ja. Ein Baby weg. Zwei Baby weg.
Scheiße. Ja, drei Baby weg. Oh, ist doch gut, aber wieso ist mir jetzt kalt? Hier, hä? Das ist doch Murks. Wenn ihm kalt wird, ist doch scheiße. Hat er nichts vom Anziehen an. So, jetzt ziehen wir ein paar andere Sachen an, aber dann hilft nichts, ne? Ihm ist trotzdem kalt. Ach Gott, ja, super. Nochmal da hoch. Dein Feuerzeug hilft nicht beim Warmwerden, ne? Ne, mach mal hier. Zack. Ach Quatsch, ausrüsten. Erstmal eben wieder ein bisschen runterkommen hier, weil das zehrt an der Energie. Können wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Irgendwie nicht, ne? Ich weiß noch nicht, wo uns diese Höhle wieder hinführt. Und wir haben ja noch einen Teilabschnitt verpasst. Jetzt sind wir hier drin, jetzt müssen wir auch zu Ende zoggeln, ne? Warte. Ich möchte gerne das Katana in der Hand haben. Da oben gibt es gleich erstmal einen Energy Mix. So, lass mal die Energie erstmal wieder hochkommen. Die Ausdauer. Weil wer weiß, was uns hier immer alle erwartet. Du. Ich weiß immer noch nicht, wo wir hier hinkommen. Ne? Nö. Hier geht schon wieder einen hoch. Oh Mann, was eine riesige Höhle, ehrlich, ey. Hungrig ist der Gute auch schon wieder. Ach, ich habe noch gar nicht gegessen. So, das ist doch gut, dann haben wir noch ein bisschen was. Sehr schön. Ist auch die Energie wieder ganz oben. Top. Ich sollte mir hier mal die Rüstung unten auch in den Höhlen bauen, ne? So, stopp. Stopp. Energy. Oder, wie heißt das Zeugs? Ja. Wo sind wir? Oh. Ein Speicherdingens. So, dann speichern wir das Ganze doch mal nochmal. Nochmal. Ja. Oh, hier, Leuchtfackeln. Sehr geil. Ja, wie komme ich da jetzt dran, ne? Da ist noch ein Energy-Riegel. Könnte mir noch was kochen hier. So, nu. Geht's da weiter? Okay. Feuerzeug. Ja, ja. Du blöde Fledermaus. Ein zweites Mal hast du mich nicht erschreckt. Theoretisch hätten wir hier auch Schluss machen können. Hm? Jetzt, wo geht's denn hier hin? Aha. Neuer Eintrag auf deiner... Hier geht's raus. Na toll, wo sind wir? Wo sind wir? Also, nicht beide Container, ne? Aha. Okay. Da sind wir. Und wo sind wir rein? Wo sind die Container? Hm. Ich weiß gar nicht, wo wir da rein sind. Machen wir die Map aus. Ja, wir haben Nacht, ist klar. Ich habe noch keine Ahnung, wo genau wir hier sind. Relativ weit weg vom anderen Eingang, ne?
Oder? Ich weiß es nicht. Nö. Nee. Ach, was? Da sind die Container. Aha, toll. Ja, komm, Leute, dann gucken wir den anderen Abzweig noch eben zusammen durch. Machen wir noch 10 Minuten dran da. So ein Kack, ey. Ich habe echt gedacht, wir hätten da was Tolles erreicht. Da sind wir einfach nur mal einmal durch so eine Höhle. Da hätten wir uns die 2 Tode auch sparen können. Gut, dass das einen nichts kostet hier, ne? Ja. Also ja, du kannst nur 2-mal niedergeschlagen werden. Hat man ja gesehen. Deswegen hier wieder speichern. Damit, falls mal und so, ne, wir das hinter uns haben. Da gab es zwar jetzt auch nichts. Nö. Aber dann gehen wir mal den anderen Gang darunter. Hätte ich vielleicht eher schon mal machen sollen. Gut, da wissen wir, da hinten gibt es nichts. Ja, da ist noch dieses eine Tor, was wir aufschlagen müssten, ne? Ja, das machen wir aber nicht mehr heute, nee. Oha. Oha. Das sieht auch nicht gesund aus, aber ich glaube, das kommt mir relativ bekannt vor, ne? Bin mal gespannt, was uns hier erwarten tut. Ja, zumindest mal keine Feinde. Erst mal. Was haben wir denn hier Schönes? Ist ja nichts Schönes, ne? Ein paar Knochen. Knochen sind gut. Schädel haben wir wieder voll. Hat jetzt? Ernsthaft? Ups, hä? Was? Die Höhle ist ziemlich doof. Ja. Und Leute, hier haben wir nichts verpasst, ey. Guckt euch den Scheiß hier an. Hier gibt's ja gar nichts. Ist ja echt gar nichts. Das heißt gar nichts. Gar nichts ist auch nicht richtig, aber... Wir hatten ein bisschen mehr Knochen und so, aber that's it, ne? Nichts Besonderes hier. Heißt, wir müssen tatsächlich durch dieses Holztor. Das machen wir dann morgen, würde ich sagen. Ja, dann speichere ich jetzt an dem Zelt und wir gehen von hier aus in die nächste Runde. Und dann gehen wir morgen nochmal unten zu diesem Holzding und hauen das nochmal durch. Ja, anders weiß ich es nicht. Das klingt als einziges vernünftig. Ja, dann hoffe ich doch, dass euch die Runde heute gefallen hat. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Wir schlafen noch eine Runde. Bis dahin. Ciao.